Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Dr. Gerhard, für die freundlichen Einführungsworte. Vielen Dank, Frau Burkhardt, dass wir hier sein dürfen. Ich möchte mich auch bedanken. Ich weiß nicht, bei wem man sich für das schöne Wetter heute bedanken muss. Vielleicht bei Herrn Lehmann oder seinem Vorgesetzten vielleicht zumindest. Ich begrüße auch Herrn Solms, Herrn Brüderle, Herrn Döring, die Bundestagsabgeordneten, alle Sie, die heute Abend gekommen sind, weil Sie Interesse am Thema Freiheit haben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich muss mit einer Warnung beginnen. Alle, die sich an den Spielarten des politischen Fatalismus erfreuen oder der Sehnsucht nach ökonomischer Apokalypse verfallen sind, werden hier nicht auf ihre Kosten kommen. Mit Bedacht haben wir uns ja hier am Fuße des Brandenburger Tors eingefunden, ein Symbol der gesamtdeutsch erfüllten Hoffnung auf Freiheit. Und wir haben uns nicht für heute Abend, Herr Gerhard, im Grand Hotel Abgrund einquartiert, wo Teile unserer kulturellen und publizistischen Eliten offenbar die Belle Etage angemietet haben. Aber Deutschland schafft sich nicht ab. Europa bimmelt nicht das Totenglöckchen. Und auch die Spieltheoretiker des Kalten Krieges und die Algorithmen der Computer, um nur zwei der jüngsten Angstfantasien zu benennen, können uns nicht aus der Bahn werfen. Es geht in dem, was ich zu sagen habe, um Realismus, nicht um Pessimismus. Unbequem wird es allerdings dennoch, aber eben nicht aussichtslos. Wer Freiheit liebt, ist Optimist, genetisch bedingt sozusagen. Die Geschichte selbst hat weder ein Ziel noch einen Sinn, ruft uns Karl Popper in der offenen Gesellschaft und ihre Feinde zu. Aber er fügt in tröstender Absicht sogleich hinzu, wir können uns entschließen, ihr beides zu geben, Sinn und Ziel. Und genau darum, glaube ich, bemühen sich alle hier Versammelten, jeder und jede, an seiner und an ihrer Stelle. Der Freiheitsliebende ist niemals alternativlos. Wenn er gerade keine Alternative zur Hand hat, dann sucht er eben eine. Er glaubt an das bessere Leben, aber nicht als göttliche Fügung oder als vom Staat herbeizuführender Zustand, sondern als Aufgabe für sich selbst. Dann sucht man eben mit, dann wirkt man mit. Freiheit ist ein Mitmachprogramm, auch wenn Mitmachen zuweilen streiten, dagegenhalten, kämpfen und in Ihrem Fall bedauerlicherweise heute Abend zunächst einmal zuhören bedeutet. Meine Damen und Herren, der Freiheitsliebende ist zwar Optimist, aber er ist nicht naiv. Er hat natürliche Feinde und zwar mehr, als wir Finger an der Hand haben. Über diese Feinde möchte ich heute Abend zu Ihnen sprechen. Diese Feinde sind weit vorgedrungen und sie haben sich gut getarnt. Das Verblüffende, sie sehen aus wie die Freunde der Marktwirtschaft. Sie tragen Maßanzug und Kostüm. Sie wissen guten vom teuren Wein zu unterscheiden. Sie sind freundlich gegenüber jedermann. Sie preisen das Grundgesetz und die Demokratie, so routiniert wie der Papst seinen Herrn. Die Idee, dass sie sich als Umstürzler einer bewährten Ordnung betätigen, ist ihnen in all der Geschäftigkeit der vergangenen Jahre selber noch gar nicht gekommen. Wie soll diese Spezies, von der hier die Rede ist, auch zur Besinnung kommen können? Sie hat gar keine Zeit. Sie muss dauernd retten. Bankenrettung, Euro-Rettung, Staatenrettung. Das professionelle Rettertrio aus Regierungspolitikern, Bankchefs, Notenbankpräsidenten weiß in diesen Tagen doch gar nicht, wo ihnen der Kopf steht. Wenn die Krise ein Fabelwesen wäre, würde sie Hydra heißen. Kaum schlägt man ihr einen Kopf ab, wachsen zwei neue nach. Lehman Brothers fällt, da erschreckt uns schon der Niedergang von Hypo Real Estate, Areal, IKB, Commerzbank. Kaum ist Griechenland gerettet, drohen Portugal, Irland, Spanien abzusaufen. Wer Zypern sagt, der muss auch Malta sagen. Und schon sieht man, wie die Hydra im Nebel des Zukünftigen neue große Köpfe wachsen, die schemenhaft erst zu erkennen sind. Vielleicht sehen sie aus der Ferne aus wie Frankreich und Italien. Der moderne Herakles trägt keine Keule unterm Arm, sondern eine Geldbombe, die er in immer kürzeren Abständen zündet. Der Herakles unserer Zeit trägt auch nicht Lendenschurz oder ein griechisches Gewand, sondern in aller Regel Hosenanzug. Er sieht dann zuweilen aus wie die Kanzlerin.
Manchmal blitzt auch ein Einstecktuch auf, dann erkennen wir unschwer den freundlichen Herrn aus Frankfurt, Mario Draghi. Der versteht sein Geschäft, der hat bei Goldman Sachs gelernt, der weiß, wie man Geldbomben zündet. Und als Helfeshelfer sehen wir die zwei siamesischen Brüder von der Deutschen Bank, die sich liebevoll Anju und Jürgen rufen. Sie sehen zwar aus, als hätten sie selbst was ausgefressen, aber vielleicht genau deshalb wollen sie sich beim Retten und Löschen und Köpfe abhauen von niemandem übertreffen lassen. Früher hieß das Reue und Sühne, heute bei der Deutschen Bank Kulturwandel. In Wahrheit aber greift diese Allianz von Regierungspolitikern, Notenbankgouverneuren und Mitgliedern der Hochfinanz die Grundlagen unseres Wohlstandes an. Ich gebe zu, es ist der friedlichste Angriff der Weltgeschichte, ein Angriff ohne Angriffsplan, eine Verschwörung ganz ohne Verschwörungstheorie, mit dem nie verabredeten, aber gleichwohl konsequent verfolgten Ziel, unseren Wohlstand, der eigentlich ein Wohlstand für alle sein sollte, zu schmälern und die Marktwirtschaft in ihrer bisher gültigen Form schwer zu beschädigen. Beugen wir uns über die bisherige Schadensbilanz. Sie ist, je nach Standpunkt, beeindruckend oder erschreckend. Die Marktwirtschaft ist, das kann man ohne Übertreibung sagen, nicht mehr die alte. Ein wirtschaftlicher Hybrid erblickte das Licht der Welt, der die Artengrenze von Staat und Privatwirtschaft überschritten hat. Eine Bastardökonomie, so würde ich es nennen, bildete sich heraus, die in der klassischen Volkswirtschaftslehre, wie wir sie an den Universitäten gelehrt haben und wo sie heute noch so gelehrt wird, gar nicht kennen. Dieser staatlich-finanzielle Komplex führt heute ein Leben zulasten Dritter. Gewissheiten, die wir für ewig hielten, erwiesen sich als suspendiert. Erstens, der Staat ist für die Schwachen da, hieß es mal. Für die, die gestrauchelt sind, die krank sind, die Alten, die Minderbemittelten. Heute können wir Peter Sloterdijk doch kaum widersprechen, der nach serieller Bankenrettung feststellt, der Staat bietet Sozialismus für die Großen. Es findet eine Umverteilung statt, aber nicht, wie die Linkspartei uns erzählen will, von oben nach unten, sondern von der Mitte der Gesellschaft zu ihrer Spitze. Früher hat sich der Bürger eine Bankbürgschaft besorgt, wenn er eine Investition tätigen wollte oder beim Anmieten einer Immobilie. Heute bürgt der Bürger für seine Bank. Es kam zur Umkehrung der Verhältnisse. Wir wurden ganz gegen unseren Willen zur Mutter Teresa für die Finanzindustrie. Und wenn es im Vatikan mit rechten Dingen zugeht unter dem neuen Papst, müsste er den deutschen Steuerzahler eigentlich selig sprechen. Zweitens, Risiko und Verantwortung. Beide, Herr Gerhard hat es erwähnt, sind untrennbar miteinander verbunden. Zumindest war das so mal vorgesehen. Das sei das Wesen der Marktwirtschaft, hat Ludwig Erhard sogar behauptet. So haben wir es gelernt. Heute gibt es von Beamten geführte Listen, auf denen steht, welches Geldhaus als systemrelevant zu gelten hat und damit freien Zugang zu den Schatzkammern der Steuerzahler besitzt. Verantwortung und Risiko sind entkoppelt. Nicht für alle, nicht für Falschparker, meine Damen und Herren, nicht für Ladendiebe und auch nicht, liebe Bayern-Fans, für ihren Steuerhinterzieher und Präsidenten, aber für die Hochfinanz. Risiko und Verantwortung sind bei den Spielern außer Sichtweite geraten. Drittens, Lohn und Leistung, haben wir gelernt, gehören zusammen. Das Spitzengehalt, der Bonus, die Prämie in ganz frühen Jahren, Damen und Herren des Bergbaus erinnern sich an das Deputat, das waren Auszeichnungen für Erfolge, die man verdient hat und die sich sehen lassen konnten. Doch neuerdings werden auch Fehlleistungen honoriert, das Scheitern prämiert. So erhielt ein einziger Händler der Deutschen Bank, Christian Bitar sein Name, rund 80 Millionen Euro. Ich habe das ausgerechnet, das ist mehr als die 10 Vorstandschefs der 10 größten Autofirmen VW, Daimler, Porsche, Audi, General Motors, Toyota, Mazda, Mitsubishi und wie sie alle heißen zusammen. Oder doppelt so viel wie alle Staats- und Regierungschefs dieses Erdballs. Niemand und nicht einmal die Bankoberen, meine Damen und Herren, kein Jürgen Fitschen, kein Andrew Jane kann Ihnen heute schlüssig erklären, wofür eigentlich diese obszönen Gehälter gezahlt wurden. Viertens,
Die unabhängige Notenbank garantiert die Stabilität des Geldes und sonst gar nichts. So steht das noch heute in den Statuten der Europäischen Zentralbank. Doch die hält sich nicht mehr daran. Die Finanzierung von Staaten durch Aufkäufe von ansonsten unverkäuflichen Staatsanleihen und die Bereitstellung nahezu unbegrenzter Liquidität an Geldhäuser mit Bilanzproblemen zählen zu den neuen Selbstverständlichkeiten. Wer sich eine Restsensibilität des Gehörs bewahrt hat in dieser geräuschreichen Zeit, der hört das Rattern der Druckmaschinen, wenn nachts in Frankfurt die Geldscheine gedruckt werden. Fünftens, das Budgetrecht, also das Recht über Einnahmen und Ausgaben des Staates zu befinden, liegt seit Bismarcks Zeiten beim Deutschen Bundestag, damals hieß er noch anders, beim Deutschen Parlament. Man nennt es deswegen auch das Königsrecht der Abgeordneten. Heute teilen sich die Parlamentarier dieses Königsrecht mit dem in Luxemburg angesiedelten Rettungsschirm ESM und diversen anderen Rettungsfazilitäten, deren Namen wir nicht aussprechen können, die aber über ein Vielfaches des Budgets eines Staatshaushaltes verfügen. Wenn Europa ein Staat wäre, müsste man ihm heute die Aufnahme in die EU verweigern, sagt der Präsident des Europäischen Parlaments. Mit den Staatsdefiziten wachsen die Demokratiedefizite, hat der hell- und weitsichtige Ralf Dahrendorf schon vor Jahrzehnten gesagt. Da dachten wir bei Griechenland noch an Uso und Akropolis und nicht an Haircut und Drama. Meine Damen und Herren, das ist nicht mehr die Marktwirtschaft, die Ludwig Erhard erschuf. Das ist auch nicht mehr der Rechtsstaat, vor dessen Gesetzen alle gleich sind. Das ist nicht die Freiheit, die wir meinten. Es soll Menschen geben, die haben Mühe in diesen Tagen, diesen Staat noch als den ihren zu erkennen, nachdem er Banker und Bürger so erkennbar unterschiedlich behandelt. Wenn sie nicht den Eintrag systemrelevant in ihrem Personalausweis tragen, werden sie für ökonomisches Fehlverhalten als Familienunternehmer, als Mittelständler mit Konkurs bestraft. Was denn sonst? Wenn sie aber als systemrelevant sich ausweisen können, fährt die Staatskarosse mit Koffern voller Bargeld vor. Und wenn sie etwas weiter weg wohnen, startet die Lufthansa an einem helllichten Samstagnachmittag mit 5 Milliarden Cash im Frachtraum in Richtung Zypern. Wenn sie Staubsauger oder Kühlschränke verkaufen sollten, ich weiß nicht, womit sie ihr Geld verdienen, oder Arzneimittel oder Lasagne im Tiefkühlregal, dann haften sie in aller Regel für ein fehlerhaftes Produkt. Zum Beispiel, wenn bei der Lasagne ein Stück Pferdefleisch da hinein gerät. Wenn sie Bankprodukte verkaufen, die der Kundschaft postwendend um die Ohren fliegen, sind sie komplett freigestellt. Wenn sie Steuer hinterziehen, sind sie dran. Wenn sie beim Steuerhinterziehen helfen, ich erinnere an die große Deutsche Bank, deren ausländische Niederlassung in Luxemburg damit warb, Reisen bildet, zum Beispiel Kapital. Wenn sie mithelfen bei dieser Tätigkeit, dann sitzen sie beim Staatsbankett in Berlin in der ersten Reihe. All das verzehrt Vertrauenskapital. Wir sollten das Empörtsein nicht an Linke, Grüne und berufstätige Moralapostel outsourcen. Die Freiheit, auch die Freiheit unserer Wirtschaftsordnung, wird nicht durch Schweigen oder leises Grummeln verteidigt. Wir sollten nicht fatalistisch sein, aber ich glaube, wir haben die Bürgerpflicht, ungehalten, unbequem, unzufrieden, womöglich auch wütend zu sein. Oder, um es mit John Stuart Mill zu sagen, besser ein unzufriedener Mensch als ein zufriedenes Schwein. Zitieren darf man das. Zumal die Unzufriedenheit der anderen sich in die falsche Richtung austobt. Man wirft der Marktwirtschaft Verfehlungen vor, die sie nicht zu verantworten hat. Man kreidet ihr an, dass sie manipuliert worden ist. Die bildungsfernen Schichten in den Handelssälen der Investmentbanken werden fälschlicherweise in eins gesetzt mit dem Unternehmer, der forscht, herstellt und verkauft. Marktversagen heißt es jetzt überall. Die Linke hatte recht, rief kürzlich Charles Moore, ein ehemaliger Gefolgsmann von Maggie Thatcher. Er hat das noch vor ihrem Tod, aber schon in ihrem Zustand der Umnachtung gesagt, sonst hätte er sich das nicht getraut. Aber bemerkenswert ist, dass viele ihm zustimmen. Überall im Westen werden wir Zeitzeugen, wie die einst innige Beziehung der Bürger zu dem sie umgebenden Wohlstandssystem erodiert.
abfällig, sprechen viele von Marktdemokratie, wobei sie eine Demokratie zweiter Klasse meinen. Die Chancen, dass unsere Wohlstandsordnung, so wie wir sie kennen, ihren inneren Verletzungen erliegt, sind nicht gering einzuschätzen. Schon Wilhelm Röpke wusste, dass die Marktwirtschaft die Voraussetzungen, die sie zum Leben braucht, nicht selbst hervorbringen kann. Sie ist Schutz, Pflege und permanent korrekturbedürftig. Aus Unverständnis über das wahre Wesen unserer Wirtschaftsordnung, zum Teil auch nur aus Lust an der Negation, aus dem natürlichen Hang vieler Intellektueller zum Katastrophismus, aus Bequemlichkeit, aus Wahrheitsscheu, kommt es zur Umdeutung der für ein Funktionieren der Marktwirtschaft so zentralen Kategorien. Leistungswille wird nun über alles mit Gier übersetzt, Erfolg mit Unbarmherzigkeit. Der Einsatz von Computerprogrammen bei der Kundenakquise und im Hochfrequenzhandel der Börse wird ins Monsterhafte verzerrt. Ein Nebenkriegsschauplatz erlebt im Feuilleton den Aufstieg zum medialen Hauptgefechtsfeld. Wie in Raserei gehen Teile der Öffentlichkeit nicht etwa auf die Täter, auf Schuldenpolitiker, auf die Hochfinanz, auf die Notenbanker los, sondern auf die Marktwirtschaft als Institution. Die große Fortschrittsgeschichte unseres Wirtschaftssystems, das immer ein Wohlstandserzeugungssystem war, wird umgeschrieben, uminterpretiert in eine Bedrohungssaga. Wir sollten der Treibjagd auf die Marktwirtschaft Einhalt gebieten und sei es, Herr Gerd, für die Dauer dieser Rede. Plädiert sei hier für ein Moratorium, für einen zeitlich befristeten Empörungsaufschub, denn so berechtigt der Zorn auch ist, er sollte die Täter treffen und nicht die Opfer. Ich bin fest davon überzeugt, wer unklar redet, der denkt schon unklar. Wem schon die Worte durcheinander geraten, der bekommt die Gedanken nicht richtig zu packen. Konkret gesprochen, Kapitalismus und Marktwirtschaft sind nicht dasselbe. Wer sie gleichsetzt, will die Marktwirtschaft herabsetzen. Marktwirtschaft und Kapitalismus sind sogar höchst verschieden, stehen zueinander in einem ähnlichen Verwandtschaftsverhältnis wie der Haushund zum Wolf. Der Wolf, Canis lupus, ist das ewige Raubtier. Der Mensch und er sind, kaum dass man sich zu nahe kommt, Rivalen im Kampf um Lebensraum und Nahrung. Der Hund, der Haushund, Canis lupus familiaris, ist hingegen eine domestizierte Unterart des Wolfes. Er will dem Menschen nahe und nützlich sein. Wolf und Hund entspringen zwar demselben Genpool, aber die Evolution hat sie einander entfremdet. Der Kapitalist ist der Wolf der Weltwirtschaftsgeschichte. Das von ihm hervorgebrachte System war totalitär, weil die ökonomischen Beziehungen allen anderen Beziehungen in der Gesellschaft ihren Stempel aufzudrücken versuchten. Im Zentrum des Denkens und Handelns dieser Spezies stand und steht seit jeher das Geld, wie uns das Wort Kapitalismus ja ohne Umschweife mitteilt. Und die Überhöhung zum Ismus deutet bereits darauf hin, dass wir uns im Tempel der Heilslehren befinden, wo eine Tapetentür auch immer zum Fanatismus führt. Hier wird Profitverherrlichung in all seiner Einfältigkeit gepredigt. Kein zweiter Autor hat diese Phase der Weltwirtschaftsgeschichte so vergleichbar einprägsam überliefert wie der Fabrikantensohn Friedrich Engels. Das Geldmachen, schrieb er, ist die Sonne, um die sich alles dreht. Man wünschte, er hätte ins Polemische überdreht, aber dem war nicht so. Die Marktwirtschaft ist von anderer, deutlich friedlicherer Natur. Man ist aus dem Wolf hervorgegangen, das stimmt. In einem langen Evolutionsprozess hat sich eine andere Wirtschaftsordnung durchgesetzt. Das nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa und Amerika etablierte Leitbild einer freiheitlichen, einer marktwirtschaftlichen Ordnung folgt zunächst und zuallererst der Idee von der Freiheit. Die Marktwirtschaft blickt auf den Beschäftigten nicht mehr als auf den Untertan, sondern auf einen selbstbestimmten Bürger. Auf den Märkten, jenen Orten, an denen sich Anbieter und Nachfrager, Bedürftige und Begünstigte, Gebildete und solche, die es erst noch werden wollen, begegnen, sollen sie ihre Freiheit ausleben dürfen. Der Einzelne kann zur angebotenen Ware ja, nein oder gar nichts sagen. Die Marktwirtschaft ist eben kein Beherrschungsvertrag, sondern ein Koordinierungsvorgang zwischen freien Menschen. Der Marktwirtschaftler will nicht andere berauben, sondern will anderen nützlich sein. Er strebt eine über den Preis vermittelte Harmonie an, wo der eine gibt, was der andere braucht.
Ich kenne die Einwände. Denn der Marktwirtschaftler weiß um den romantischen Gehalt dieser Idee. Deshalb hat er Institutionen geschaffen, die das Marktgeschehen bewachen, überwachen, kontrollieren. Aufsichtsbehörden, Regulatoren, Monopolkommissionen, Kartellämter, Verbraucherschutzgesetze. Nicht zuletzt den mündigen Bürger. Wer Marktwirtschaft sagt, der sagt auch Staat. Der Kapitalist sagt auch Staat, aber er sagt es in verächtlichem Ton. Er verlangt dessen Unterordnung. Während der Marktwirtschaftler den Staat als Partner auf Augenhöhe anspricht, klingelt der Kapitalist nach ihm als seinem Diener. Der Unterschied zwischen Kapitalismus und Marktwirtschaft wird dann am deutlichsten, wenn man auf den verschiedenen, höchst unterschiedlichen Umgang mit den Verlierern der Gesellschaft schaut. Der Kapitalist der frühen Industrialisierung glaubte, dass in ihm ein archaisches, ein biologisches Prinzip verwirklicht sei, so nach dem Motto, der Löwe fragt schließlich auch nicht die Gazelle, ob sie gefressen werden will. Anders der Marktwirtschaftler. Privatwirtschaft wird von ihm nicht mit Privatangelegenheit übersetzt. Dem Marktwirtschaftler liegt auch die Welt, Zitat, jenseits von Angebot und Nachfrage, wie sich Wilhelm Röpke ausdrückte, am Herzen. Deshalb ist den marktwirtschaftlichen Theoretikern auch der Wettbewerb der Meinungen so wichtig wie der Wettbewerb der Waren. Nur, dass jetzt nicht mit Geld abgestimmt sondern mit dem Wahlschein. Beides, Demokratie und Marktwirtschaft, sind von Anfang an miteinander verbunden. Nun dürfen wir nicht so tun, und das will ich hier auch nicht machen, als wenn Kapitalismus und Marktwirtschaft sich gar nicht kennen. In der Evolutionsgeschichte ist der Kapitalist der direkte Vorfahre des Marktwirtschaftlers. So wie im Wolf der Hund schon angelegt war, ist umgekehrt auch im Hund das Wölfische noch abgespeichert. Man wurde domestiziert, das haben wir gesagt. Nun müssen wir aber hinzufügen, ausgerottet wurde das Wölfische natürlich nicht. In jedem Hund steckt immer auch ein Wolf. Die eigene Vergangenheit steckt uns bildlich gesprochen noch in den Knochen. Keynes sprach auch deshalb vom Animal Spirit, der in uns sei. Unverkennbar findet dieser Animal Spirit in der spekulativen Übertreibung der Bankenwelt, beim manipulativen Umgang mit Börsennotierungen und Zinssätzen und der von Gier und Rücksichtslosigkeit geprägten Szenerie der Weltfinanzmärkte insgesamt seinen Ausdruck. Der Wolf als König der Wälder tritt uns hier als Master of the Universe entgegen oder, um es mit den Worten von Andrew Jane von der Deutschen Bank zu sagen, der Vertrag zwischen den Banken und der Gesellschaft ist zerbrochen worden. Die soziale Inkompetenz des Kapitalismus war schon vor Gründung der sozialen Marktwirtschaft erwiesen, die ökonomische und politische auch. Das System hielt es in Amerika und in Deutschland insbesondere mit sich selbst nicht aus. Der Kapitalismus alter Prägung besaß etwas Fratzenhaftes, vor dem das Publikum, Sie erinnern vielleicht die 30er Jahre, wenn nicht selber, dann aus Büchern und Filmen, die das Publikum zu Recht das Fürchten lehrte. Noch einmal John Maynard Keynes, der 1933 schrieb, der dekadente, internationale und individualistische Kapitalismus, in dessen Händen wir uns nach dem Ersten Weltkrieg befanden, ist ein Misserfolg. Er ist weder intelligent noch schön, noch gerecht noch tugendhaft und vor allem hält er nicht, was er verspricht. Er gefällt uns nicht und wir fangen allmählich an, ihn zu hassen. Die Menschen, meine Damen und Herren, wollen nicht rechts und nicht links leben. Sie wollen gut leben. Und deswegen sind sie vom Hassen übergegangen zu einer neuen Wirtschaftsordnung. Zwei Weltkriege, eine Great Depression. Ich mache es kurz. Wir sind bei Ludwig Erhard angelandet. Das Fratzenhafte des damaligen Kapitalismus hat sich nirgendwo bewährt. Und so hatte dieser zunächst für viele seltsam anmutende Mann seinen Auftritt. Erst in seiner Amtszeit gingen die Worte Wohlstand, Freiheit und Wirtschaft eine dauerhafte Beziehung in Deutschland miteinander ein. Erhard war das Beste, was uns Deutschen seit der Reichsgründung von 1871 passiert war. Er versöhnte die Wirtschaftsordnung mit der Freiheit. Es ging ihm immer um beides. Ordnung ohne Freiheit war Planwirtschaft. Freiheit ohne Ordnung war Kapitalismus. Ludwig Erhard, Zitat, eine Freiheit, die nicht um das Ganze weiß, eine Freiheit, die sich nur an individuellen, egoistischen Interessen ausrichtet
und dafür womöglich noch staatlichen Schutz fordert, wird zu einem Zerrbild ihres höchsten Wertes der Freiheit. In seinen 14 Jahren als Wirtschaftsminister und den 4 Jahren als Bundeskanzler wurde Erhard zum größten Wohlstandsermöglicher der deutschen Geschichte. Von 1950 bis 1960 wuchs der Wohlstand in Deutschland pro Kopf um durchschnittlich 6,5% und damit doppelt so schnell wie der Pro-Kopf-Wohlstand in den Niederlanden, in Norwegen, dreimal so schnell wie der Pro-Kopf-Wohlstand in Großbritannien und viermal so schnell wie die Vergleichsziffer in den USA. Erhards Kunststück bestand darin, die Privatwirtschaft von der Diktatur des Staates befreit zu haben, ohne sie erneut zu entfesseln. Der kapitalistische Wolf wurde domestiziert und die Gesellschaft so gegen Rückfälle ins Extreme immunisiert. Es kam zur friedlichen Koexistenz der geschichtsmächtigen Gegenspieler Arbeit und Kapital. Die Wirtschaft verstand sich nicht mehr als Gegner und Ausbeuter, sondern als Partner. Viele redeten danach vom dritten Weg. Ich würde sagen, Ludwig Erhard hatte ihn bestritten. Den dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus bildete seine soziale Marktwirtschaft. Der Staat hatte das Sagen, ja, aber nie allein. Das Privateigentum wurde garantiert, aber nur unter der Prämisse, dass es sich sozial verhält. Eigentum verpflichtet, heißt es in der neuen Verfassung, die, oh Wunder, bis heute gilt oder gelten sollte. Die Neoliberalen definierten den Liberalismus neu. Sie trieben dem Markt das Ausschließliche aus. Das war ihr Verdienst. Dafür stand die Vorsilbe Neo, für das Neue, für das Ende der liberalen Marktfixiertheit des Kapitalismus, für den Zweifel an der Staatsferne der Wirtschaftsordnung, für den Einzug des Sozialen in das wirtschaftliche Denken. Erst später wurde Neoliberalismus, aus welchen Gründen auch immer, mit Gefühlskälte übersetzt, wahrscheinlich, ehrlich gesagt, aus Unkenntnis der neoliberalen Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg. Anders als die klassischen Liberalen setzten nämlich Männer wie Müller-Amag, Ludwig Erhard und Wilhelm Röpke auf das Wechselspiel von privat und öffentlich, von Arbeiter und Unternehmer, von Eigeninteresse und Allgemeinwohl. Der Markt würde in diesem neuen System, sagte Röpke, für letzte Entscheidungen unzuständig. Das Scheitern, wir wollen hier nichts verharmlosen, war immer noch möglich in dieser sozialen Marktwirtschaft und es sollte es auch sein. Das Scheitern darf die Marktwirtschaft bei Strafe ihres Untergangs nicht vereiteln. Sie muss Gewinner gewinnen und Verlierer verlieren lassen. Die kreative Zerstörung, von der Josef Schumpeter sprach, gehört zu den Vorzügen unserer Wettbewerbsordnung, nicht zu ihren Makeln. Sie ist der Wohlstandsmotor unseres Lebens. Was passiert, wenn eine wichtige Branche eine Ausnahmegenehmigung erhält, wenn die Risiken nicht mehr vom Unternehmer, sondern vom Steuerzahler getragen werden, wenn Produkte und Geschäftspraktiken überleben, die sich als gemeingefährlich und in Teilen auch als sinnlos erwiesen haben, können wir heute am Beispiel der Banken studieren. In der Konzeption von Erhards Marktwirtschaft war die Gründung einer Sonderwirtschaftszone für Banken nicht vorgesehen. Der einzelne Mensch sollte von den schlimmsten Folgen des Scheiterns, dem Scheitern auch seines Unternehmens bewahrt bleiben. Aber nicht doch die ganze Industrie, nicht die Firma selbst. Den Arbeiter wollte man von dem Risiko des Totalverlustes von Einkommen, Gesundheit, Sozialprestige freistellen. Das war menschlich geboten und politisch klug. Aber für die Unternehmen konnte das nicht gelten. Keine Branche konnte auf die Barmherzigkeit der Steuerzahler, des Staates, der Gesellschaft pochen, denn sie sollten sich ja anstrengen. Und wenn die Anstrengung keine Früchte trug, dann den besseren Platz machen. Die Marktwirtschaft begründet den Sozialstaat, aber eben nicht den Subventionsstaat, auch nicht den Rettungsstaat. Die Wohlstandsmaschinerie der Nachkriegsjahre schnurrte auch deshalb so reibungslos, weil niemand auf die Idee kam, diesen Zentralbereich unserer Volkswirtschaft, nämlich den der Geldversorgung, vom Scheitern freizustellen. Die Begriffe Bad Bank, Rettungsschirm waren nicht erfunden. Sie werden sie in keinem unserer Schulbücher von damals finden. Eher hätte der Vorstand der Bundesbank, so wie ich die Herren kennengelernt hatte, den kollektiven Freitod gewählt, als den privaten Banken innerhalb weniger Tage 1 Billion deutsche Mark ohne irgendeine Auflage an Liquidität zur Verfügung zu stellen.
Eine Billion entspricht ungefähr der doppelten Höhe unserer Steuerzahlung in Deutschland in zwei lauen Sommernächten des letzten Sommers an Liquidität in die Märkte gegeben, wie es heißt. Ein Doktorand der Ökonomie, der vorgeschlagen hätte, dass verschuldete Länder für andere verschuldete Länder eine Generalgarantie übernehmen, dass Staaten die Billionen ihrer Steuerzahler und ihrer Sparer in eine Bankenunion einbringen, den hätte man, ich sage Ihnen, noch vor wenigen Jahren nicht zur Abschlussprüfung zugelassen. Man hätte ihn gebeten, noch mal in die Bücher zu schauen. Jene Zeit, als die Volkswirtschaft ohne diese Regelverletzungen arbeitete, muss man im Rückblick als die erfolgreichste Zeit unserer Wirtschaftsordnung ansehen. Die Wachstumsraten waren nicht nur hoch, sie waren auch nahezu schwankungsfrei in den ersten Jahrzehnten. 1990 produzierte allein Deutschland sechsmal so viele Waren und Dienstleistungen wie 1950. Die Durchschnittswachstumsrate betrug in der Periode von 1960 bis 1990, 30 Jahre lang, 3,3%, in England 3,7%. Über die Gründe muss nicht lange spekuliert werden. Der Menschenschlag war derselbe, dieselbe Religiosität, dasselbe Familienleben. Die klimatischen Bedingungen und die Rohstofflage unseres Landes hatten sich nicht verändert. Aber die Ordnung der Wirtschaft hatte sich verändert, und zwar grundlegend. Eine Ordnung, die Freiheit ermöglichte, und eine Freiheit, die sich an eine Ordnung gebunden fühlte, das war die Zauberformel jener Jahre. In den USA erlebten wir im Übrigen zeitgleich dieselbe Zähmung des Kapitalismus, was mit dem New Deal von Roosevelt begann und sich mit Lyndon B. Johnson und seiner Great Society, der großen Gesellschaft, fortsetzte, war nichts anderes als die Einführung eines Sozialstaates, wenn auch nicht auf deutschem Niveau, aber für amerikanisches Niveau sehr, sehr beachtlich, mit dem Ergebnis, dass die Staatsquoten beider Länder sich annäherten. Dieses System näherte auch die Kluft zwischen Arm und Reich an. Nie waren so viele Menschen an der Wohlstandserzeugung beteiligt. Wir in Deutschland sprachen vom Wirtschaftswunder für diese drei Dekaden, die Amerikaner vom goldenen Zeitalter, vom Golden Age. Diese unbeschwerte Partnerschaft von Gesellschaft und Wirtschaft fand in den 70er Jahren ihr Ende. Und das Bedauerliche für uns Menschen ist, dass es kein Symbol dafür gibt. Anders als für Mondlandung 9/11, für viele Dinge gibt es ein Symbol. Für das Abflachen der Wachstumsraten gab es kein Symbol. In den 70er Jahren begann Amerika mehr zu importieren als zu exportieren. Das Land geriet aus dem Tritt. Ein Land, das sich als ökonomisches Weltmacht fühlte und bis dahin definiert hatte, geriet in eine Stimmung der Nachdenklichkeit, der Selbstdiskussion. Allenthalben wurden Verkalkungserscheinungen diagnostiziert. Waren die Ölscheichs schuld, die den Hahn mal auf, mal zudrehten, die Japaner mit diesen unaussprechlichen Automarken, die auf einmal auf den Markt kamen, oder waren es die Europäer, die die Nachkriegstraumata überwunden hatten und wieder da waren? War es der Vietnamkrieg? Man wusste es nicht. Uncle Sam unter den Präsidenten Gerald Ford, Jimmy Carter und auch Ronald Reagan, zunächst Ronald Reagan, war ein Uncle Sam mit hängenden Schultern. Und es war ein Staat, der jetzt anfing, ins Gespräch zu kommen mit der Wall Street. In der Wertschätzung der Regierung in Washington stiegen nun die Gewaltigen des Finanzdistrikts, die vorher stets auf Distanz waren, zu Partnern auf. Die Interessen von Banken, Kredit verkaufen und von Politikern, Kredit verbrauchen, ergänzten sich jetzt in dieser Phase abgeflachter Wachstumsraten auf das Schönste. Man lag noch in unterschiedlichen Betten, Banken und Regierung, aber beide träumten bereits den gleichen Traum. Die Verformung der marktwirtschaftlichen Verhältnisse hat damals begonnen. Auf dem Immobilienmarkt der USA fand sich dann der ideale Nährboden für eine, wenn Sie so wollen, Generalprobe der Bastardökonomie. Die Beziehung von Immobilienwirtschaft und Regierung ist in den USA seit jeher stabiler als die menschlichen Beziehungen in unseren westlichen Staaten. Es gibt kein Geschäft auf diesem Markt, das der Staat nicht eingefädelt oder befördert hätte. Auch private Schulden sind auf dem Immobilienmarkt nicht so privat, wie sie aussehen. Die amerikanische Regierung mischt auf dem Markt deutlich lebhafter mit als unsere, weil das ist die amerikanische Form der Sozialpolitik. Die Homeowner Society hat seit Präsident Hoovers Zeiten, ist das die dem Land gemäße Form, Sozialpolitik möglich zu machen, ohne dass der Staatshaushalt
belastet ist. Es sieht kapitalistischer aus, als es ist. Wenn es eine Gemeinsamkeit von Bill Clinton und Bush Junior gab, dann war es der politische Wille, den Anteil der Hausbesitzer zu erhöhen. Die industrielle Kernschmelze der Volkswirtschaft hatte sich beschleunigt. Die Exportdominanz war verloren. Im unteren Einkommensbereich erodierten die Gehälter. Es gab gute Gründe für Republikaner und für Demokraten, mit einer neuen Aktivität den schwindenden Massenwohlstand zu bekämpfen. Und da die Staatsmittel für eine großformatige Förderung nicht ausreichten, bot sich hier die Fremdfinanzierung an. Das Geldverleihen an Menschen ohne Einkommen, das Beseitigen von Hemmnissen auf Seiten der Regulierungsbehörden, das Absenken der Eigenkapitalstandards, das Erlauben und Erfinden von kreativen Finanzinstrumenten, das wurde nicht staatlicherseits geduldet, zugelassen, erlaubt. Es wurde in den Amtsstuben von Bill Clinton ausgedacht und angeschoben. Als die Hauseigentümerzahlen nach unten gingen, hat man im Weißen Haus eine Expertengruppe zusammengetrommelt, ein Programm, ein 100-Punkte-Programm zimmern lassen von Wall Street, Hausfinanzierern und Regierung. Und es entstand ein Programm, das am 2. Mai 1995 vorgelegt ist. Sie finden das mittlerweile auf keiner Webseite der US-Regierung mehr. Auf vielen Seiten heißt es dort, ich zitiere aus der Präambel: Der Besitz von Hauseigentum ist der amerikanische Traum, aber diesen Traum, der verabschiedet sich allmählich. Diesen Trend umzukehren ist vital für das Interesse der Nation, ihrer Dörfer und Städte, ihrer Familien. Der 100-Punkte-Aktionsplan, den die Regierung Clinton nun vorlegte, sollte 8 Millionen zusätzliche Menschen bis zum Jahr 2000 zu Hausbesitzern machen. Die Regierung verabredete sich mit den halbstaatlichen Immobilienförderern eine, wie es in dem Papier heißt, Zitat, beispiellose, nie dagewesene Kollaboration. Im Rückblick lässt sich dieses 100-Punkte-Programm wie der Bauplan für das perfekte Desaster auf dem Immobilienmarkt der USA. Es gelten, Zitat, kreative Finanzierungsformen zu erfinden und zu nutzen, um den Häusermarkt für alle Amerikaner zu öffnen. Dringend nötig seien, Zitat, Reformen bei den Regulierungsbehörden mit dem Ziel, Zitat, eine Schnellbahn zum Eigenheim zu bauen. Die immer wiederkehrenden Kernsätze des Planes heißen, wir müssen die regulatorischen Barrieren senken. Zweitens, wir müssen den Verleihprozess neu designen. Und das System der Hausfinanzierung muss auf effektive Weise der nationalen und internationalen Kapitalmärkte sich bedienen. Wir müssen die Hauskäufe auch für jene ermöglichen, die kein Geld haben. Und im Schlusskapitel der zentrale Satz, die übertriebenen konservativen Finanzierungsmethoden seien zu beenden. Konservative Finanzierungsmethoden, das war das, was bis dahin normal war, die Unterlegung mit Eigenkapital, wenn sich ein Mensch verschulden möchte. Auf dem Höhepunkt des Immobilienbooms befanden sich bei Freddie und Fannie, das sind die halbstaatlichen Immobilienunternehmen der USA, Immobilienkredite in Höhe von 5 Billionen oder 43% des Marktes in den Büchern. Ich war in den Jahren dabei, als, man kann das tragisch oder konsequent nennen, der Finanzchef von Freddie Mac, der 41-jährige David Kellermann, sich am 22. April 2008, als die Blase platzte, im Keller seines Wohnraumes erhängte. Clinton wurde fulminant wiedergewählt. Eine Opposition gab es nicht. Bush war der nächste Präsident, der dran war. Freiheit durch Deregulierung der Finanzmärkte, das war das Motto. Der Finanzwelt waren die Motive der Politiker gleichgültig. An der Wall Street interessiert man sich nicht für Armut. Hier ging es um eine Expansion der Geschäftstätigkeit, ohne dass die Risiken gleich mit expandieren. Denn die Geldhäuser wurden von den Risiken freigestellt. Durch den Weiterverkauf der Wertpapiere konnte man die Risiken außerhalb der USA exportieren. Endlich mal war wieder ein Exportschlager im Programm. Clinton hatte, wir erinnern uns, 8 Millionen neue Hauseigentümer versprochen. Bush wollte nicht nachstehen, er hat 7 Millionen noch dazugepackt. Die wurden bei der Finanzindustrie bestellt, jetzt musste geliefert werden. Es kam weltweit zu einer Neudefinition der zentralen Grundbegriffe für die Marktwirtschaft. Wohlstand zu Zeiten der Wohlstandsillusion ist eben nicht mehr das, was eine Nation besitzt, sondern das, was sie verbraucht. Wohlhabend ist nicht mehr der Besitzende, sondern der Konsumierende. Reich wird man nicht mehr durch harte Arbeit, sondern durch das Jonglieren mit mehreren Kreditkarten.
Freiheit wurde definiert als der Schein, als der Sieg des Scheins über das Seins. Das Unwirkliche wurde, wie in der Alchemie, zur Wirklichkeit erklärt. Das Rauschhafte zog nicht nur in der US-Wirtschaft ein. In Westeuropa, als sich die Wachstumsraten abflachten, begann man ebenfalls mit dem Dazukaufen von Wohlstand in zunächst kleinen und dann immer größeren Dosen. Das Volumen der in Umlauf befindlichen Staatspapiere hat sich allein in den vergangenen 2 Jahrzehnten mehr als versechsfacht. Betrugen die Außenstände aller Staaten Ende der 80er Jahre noch 7 Billionen Dollar, auch schon eine beachtliche Summe, 7 Billionen Dollar, Ende der 80er Jahre sind es heute 45 Billionen. Weltweit begann nun der Aufstieg jener bankähnlichen Institutionen, die ohne Bankschalter und nahezu ohne Eigenkapital auskommen, Private Equity Firmen, Hedgefonds stiegen aus der Nische, aus der Bedeutungslosigkeit in das Zentrum auf. Die Politik rollte jenen Männern und Frauen, die Franz Müntefering später Heuschrecken nennen sollte, den roten Teppich aus. Wobei zunächst hat Franz Müntefering den Teppich selber mit ausgerollt. 2001 beschloss Rot-Grün das Finanzmarktförderungsgesetz, was so harmlos klingt, öffnete den bis dahin in Deutschland verbotenen Hedgefonds die Tür. Die Regierung lockerte die Anforderungen für den börslichen Handel, erweiterte die Anlagemöglichkeiten der Fonds und gestattete den Derivatehandel auch im Immobiliengeschäft. Es war mit dem üblichen Zeitverzug die Übernahme von großen Teilen des Clintonschen 100-Punkte-Programms nach Deutschland. Die konservative Opposition opponierte nicht, sondern feuerte die Regierung an. Das muss hier, Herr Gerhardt, auch gesagt werden. Rot-Grün ließ sich nicht lange bitten und lieferte. Die Regierung wechselte schließlich von Rot-Grün zu Rot-Schwarz. Die Große Koalition las jetzt der Geldelite die Wünsche förmlich von den Augen ab. Im Herbst 2005 verabschiedete man unter Federführung des Finanzministers Steinbrück einen Koalitionsvertrag, in dem noch nicht von der Aufspaltung der Deutschen Bank, das kam jetzt erst im Wahlkampf dazu, die Rede war, sondern von Produktinnovationen und neuen Vertriebswegen, von Bürokratieabbau bei der Finanzmarktregulierung und dem Ausbau des Verbriefungsmarktes. Insgesamt wünschte sich die Große Koalition eine Aufsicht mit Augenmaß. Politiker und Banken standen für jedermann, der was erkennen wollte, händchenhaltend beieinander. Für die Banken entstanden jetzt paradiesische Verhältnisse. Das Verhältnis von Eigenkapital zu verliehenem Geld, das noch vor 100 Jahren bei 40-60 bestanden hatte, dass man für eine Ausleihung 40% der auszuleihenden Summe auch wirklich im Banktresor hat, reduzierte sich jetzt auf Casino-Niveau auf ein Verhältnis von 5:95. Das hatte es bis dahin noch nie gegeben. Und gemeinsam fand man einen Trick, um die Beziehung von Schuldenstaat und kreditgebender Bank zu festigen. Man räumte der Staatsanleihe einen Sonderstatus ein, der bis heute anhält. Sie zählt nicht mehr als Kreditposition, obwohl es sich um eine Verleihung an Griechenland, an Zypern, an wen auch immer hält. In der Bankbilanz muss sie nicht mehr mit Eigenkapital hinterlegt werden. Damit wird ein Schuldschein von riskant auf sorglos umetikettiert, mit dem gewünschten Ergebnis, dass Banken und Versicherungen nun beherzt zugriffen. Im Grunde konnte man seitdem und kann bis heute unbegrenzt staatliche Schuldscheine erwerben und kostenfrei in die Bilanz einstellen. Deshalb auch heißen die Abteilungen, die diese Geschäfte betreiben, Fixed Income Abteilungen, festes, um nicht zu sagen garantiertes Einkommen. Dabei ist es ja keineswegs so, dass die Banken diesen enormen Kreditbedarf des Staates aus den Einlagen ihrer Kunden decken können. Wenn das so wäre, wäre hier nichts anzumerken. Das können sie nicht. Die europäischen Banken sind hochverschuldet. Auf 9 Billionen Euro, knapp das Vierfache unserer jährlichen Wirtschaftsleistung, belaufen sich derzeit die Schulden der europäischen Banken. Wer also, meine Damen und Herren, von Ihnen beschließen sollte, morgen früh eine x-beliebige deutsche Bank zu überfallen, und glaubt, er würde dort Reichtümer vorfinden, den muss ich enttäuschen. Er wird außer einem überdimensionierten Schuldstein in den Schalterräumen unserer Banken nichts mehr finden. Das Wort Banküberfall hat eigentlich seinen Sinn verloren.
Doch die Regierungen verlangen jetzt nicht mehr nach Sicherheiten. Sie bestellten immer neuen Kreditnachschub. Ganze Wahlkämpfe wurden mit Leihgeld bestritten. Bei uns war es nicht die Homeowner Society. Wir haben hier in Europa anderes gekauft, den Griechenland-Beitritt zur EU und anderes. Wir haben die deutsche Einheit auf Pump finanziert, die Pflegeversicherung und Ähnliches eingeführt. Nur ein Narr, sagt der tschechische Intellektuelle Sedlacek, der eine Zeit lang Václav Havel beraten hat, nur ein Narr würde ein Darlehen von $100.000 aufnehmen und anschließend behaupten, er sei um $100.000 reicher. Aber genau diese Narretei begehen unsere Regierungen Tag für Tag. Sie kaufen Wohlstand am Kapitalmarkt dazu, mit dem Ergebnis, dass die Wirklichkeit, die uns seither ergibt, synthetisch erzeugt wird. Die Behauptung der Regierung, dass viele Leihgeld diene dem Aufbau von Zukunftsprojekten, ist freihändig erfunden. Man muss kein amtlich vereidigter Sachverständiger sein, sondern nur die deutschen Provinzstädte bereisen, um zu sehen. Der optische Eindruck von Schulen und Straßen bestätigt den statistischen Befund. Der Kreditboom auch in Deutschland dient im Wesentlichen der Befriedigung einer offenbar unstillbaren Gier nach Gegenwart. Das Vorgehen der Regierungen wirft nicht nur Fragen der Seriosität auf, sondern auch Fragen der Legitimation. Darf eine für 4 Jahre gewählte Regierung Entscheidungen treffen, die die Spielräume späterer Generationen derart beeinträchtigen? Wirkt nicht diese Form des Zukunftsverzehrs wie eine Enteignung, bei der die Ungeborenen in diesem Fall nicht mal die Chance haben, den Rechtsweg zu beschreiten? Die Verschuldung wirkt. Die Verschuldung wirkt vor allem durch die Jahrzehnte hindurch. Eine Sporthalle beispielsweise, die 1970 mit 1 Million Euro geliehenem Geld gebaut wurde, würde ein Zinssatz von 4% unterstellt, von der Gemeinde und ihren Bürgern bis zum Jahr 2010 fast 5-mal bezahlt. Zu den Baukosten, die 1 Million, kommen dann 4 Millionen an Zinszahlungen dazu, da es sich der Staat überall in Deutschland angewöhnt hat, auf Tilgung gänzlich zu verzichten. Dieser Zinseszinseffekt treibt ein böses Spiel mit uns. Die Kosten der Sporthalle steigen und die Banken triumphieren. Bei der Einweihung dieser Art von Sporthallen müsste eigentlich der Trauermarsch gespielt werden. Wer die öffentlichen Haushalte aufschlägt, bekommt das Ausmaß dieser Maß- und Gedankenlosigkeit im Detail erzählt. Es wird nichts verheimlicht, noch der kleinste Kredit ist hier verzeichnet. Die große Umverteilung unserer Tage findet nicht, wie man uns zuweilen weismachen will, zwischen Arm und Reich statt, sondern zwischen Geboren und Ungeboren. Unsere Nachfahren sind dazu verdammt, hohe Wachstumsraten zur Billionenschuld zu erwirtschaften. Gelingt ihnen das nicht, erwartet sie ein Leben in Zinsknechtschaft. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar, hat die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann einst gesagt. Aber diese Wahrheit ist den Menschen, den Nachgeborenen, nur schwerlich zumutbar. Schon deshalb lohnt es sich, das Eintreffen solcher Prophezeiungen zu verhindern. Die Banken waren die großen Gewinner dieser Dekaden. Sie haben eine Schlüsselrolle gespielt. Sie haben ihre Bilanzsummen enorm ausweiten können. Die Deutsche Bank war noch vor 15 Jahren ein Bankhaus, dessen Bilanzsumme ungefähr 8% unserer Wirtschaftskraft betrug. In der heutigen Zeit beträgt die Bilanzsumme der Bank fast annähernd die Höhe unserer gesamten Wirtschaftskraft in Deutschland. Von 8% zum Bruttosozialprodukt wuchs die Bilanzsumme der Deutschen Bank auf 90%. Wenn Sie so wollen, ist da ein Staat im Staate entstanden, der im Wesentlichen seine Geschäfte und dieses Wachstum den besonderen Bedingungen verdankt und nicht der normalen Geschäftstätigkeit. Die Pleite von Lehman Brothers war nicht der Beginn, wie man vielleicht hätte vermuten sollen, einer Entflechtung von Staat und Finanzmarkt, sondern im Gegenteil, der Auftakt zu einer ganz neuen Kooperationstiefe, die alles Bisherige in den Schatten stellte. Die Wesensveränderung im Gencode unserer marktwirtschaftlichen Ordnung, die ich vorhin Bastardisierung genannt habe, erlebte jetzt erst einen richtigen Schub. Es flossen jetzt Billionen, ich will Ihnen die Zahlen ersparen, auch weil sie jenseits dessen sind, was einer verarbeiten kann, aber jetzt erst flossen die Billionen so reichlich und sie fließen weiter. Wann immer die Marktwirtschaft Zeichen von Schwäche zeigt, spritzt ihr der moderne Politiker einen Stimulus-Cocktail, bis die Wirtschaft zu florieren und der Bürger zu halluzinieren beginnt. Obamas Regierung habe einen Regenbogen an den Himmel gezaubert,
sagt der Politologe Larry Sabato. Die Geldschöpfung, in Washington zynisch Stretching the Dollar genannt, befriedigt das Geschäftsinteresse der Banken genauso wie das Wählerbeglückungsinteresse der Politik. Die Banken tauschen Geld gegen noch mehr Geld, die Politiker Geld gegen Wahlerfolge und die Rechnung, so hofft man, wird zeitversetzt zugestellt. Halten wir also fest, die westliche Wachstumsschwäche in den 70er und 80er Jahren führte zur Politik des lockeren Geldes, betrieben von Regierungen und Notenbanken. Die staatliche Politik des lockeren Geldes und die neue Laxheit bei der Kreditvergabe der privaten und öffentlichen rechtlichen Banken befeuerten einen historischen Immobilienboom, der in einer Immobilienkrise gipfelte. Vom US-Immobilienmarkt brannte die Zündschnur weiter in Richtung Bankenwelt, bis das Geldhaus Lehman Brothers implodierte. Aus der Wachstumsschwäche der amerikanischen Volkswirtschaft war jetzt eine Immobilienkrise und eine Bankenkrise geworden. Jetzt brannte die Zündschnur weiter nach Europa. Denn das Wesen der Immobilien- und Finanzmärkte ist, dass sie verwoben sind. Und wer Ihnen weismachen will, dass die Euro-Krise und die Griechenland-Krise und die Zypern-Krise nichts mit den geschilderten Dingen zu tun hat, der sagt Ihnen nicht die Wahrheit. Die europäische Staatsschuldenkrise ist eine uneheliche Tochter der Subprime-Krise. Es war der gleiche Mutterschoß, dem sie entkrochen ist. Der Name Euro-Krise soll diese Verwandtschaft, das gemeinsame Milieu der Herkunft, nur verschleiern. Natürlich hatten Athen, Dublin die Vorarbeiten eigenhändig stattgefunden. Aber erst die Ereignisse in den USA führten dazu, dass man von der schon vorher sehr hohen Staatsverschuldung in die Überschuldung rutschte. Es war wie überall. Staaten retten Banken, Banken retten Staaten. Und am Ende traten die, die schon vorher hoch verschuldet waren, geschwächt in diese Runde. Man wurde gedrängt, Konjunkturprogramme zu machen. Die Bastardökonomie geriet in Ekstase. Die Glückstechnik der vergangenen Jahre wurde jetzt nochmals großzügiger angesetzt. Der Philosoph Hans Jonas hat gesagt, die Komplementärgröße zur Macht sei Verantwortung. In den Monaten nach Lehman Brothers hatte man das Gefühl, Politiker und Banker in Europa seien angetreten, diese Verantwortungsethik zu widerlegen. Problem und Lösung hörten auf denselben Namen bis heute Kredit. Griechenland, das bis dahin 100% verschuldet war zur Wirtschaftskraft, stieg dann auf 130 und jetzt in Richtung 190. Es gab Staaten wie Irland, die waren vorher kaum verschuldet. Da sie jetzt Staaten retten Banken, Banken retten Staaten, war auf einmal Irland pleite. Spanien hatte bis dahin 30% Verschuldung. Angeschoben durch die große Verschuldung zur Rettung der Banken war auch einmal Spanien oberhalb des Cliffs. Am Ende waren die Staaten zahlungsunfähig und jetzt musste ein Dritter im Bunde einspringen, die Notenbanken. Wir haben uns längst daran gewöhnt, dass alle Maastricht-Kriterien festgeschriebenen Kriterien nicht mehr gelten. Die Schuldenbremse, die im Maastricht-Vertrag ja eingebaut war, wurde de facto ausgebaut. Diese Art Staatsverträge werden am laufenden Band gebrochen, folgenlos. Derweil natürlich die Politessen in Paris und Berlin jedem Falschparker nachstellen, gehört dieses Brechen von Staatsverträgen mittlerweile zu den Alltäglichkeiten, die uns verstören sollte. Wir leben ein Leben außerhalb der verabredeten Spielregeln. Die Freiheit dieser Akteure ist nicht grenzenlos, aber die Grenze für die Rettungsmaßnahmen liegt deutlich außerhalb der Demarkationslinien, die durch Staatsverträge, Parlamentsbeschlüsse und Gerichtsurteile gezogen wurden. Die Rechnung für diese Demokratie und den Rechtsstaat überschreitende Treiben wird später auf den Tisch gelegt. Geldgewerbe und Staaten haben gar keine andere Wahl, als die steuerliche Leistungskraft der Leistungsfähigen und die Ersparnisse der Sparwilligen irgendwann anzuzapfen. Und wenn der Politik der direkte Transfer von Schulden zu Steuern nicht gelingt, wird die Inflation die Menschen heimsuchen. Die neuzeitliche Bastardökonomie steht nicht im Lehrbuch, weshalb das Unverständnis dieser hybriden Form Halbstaat, Halbprivatwirtschaft besonders weit verbreitet ist. Deshalb streiten ja die Marktfundamentalisten und die Staatsgläubigen, Konservative und Sozialdemokraten so leidenschaftlich an der Sache vorbei. Die gegenseitigen Schlachtrufe, Hände weg vom Markt, verlangen die einen, gebt uns das Primat der Politik zurück, die einen, sind das Echo einer untergegangenen Zeit. Heute müssen Markt- und Staatsversagen zusammengedacht werden. In diesem Zentralbereich, darin besteht ja gerade die Raffinesse der Bastardökonomie, arbeitet man Hand in Hand, ohne dass sich die Hände
öffentlich berühren. Im Scheinwerferlicht der TV-Kameras bespottet, verachtet, bekämpft man sich. Die SPD hat es zu einer Weltmeisterschaft in der Beschimpfung der Banken, um deren Kredit sie Jahr für Jahr nachfragt, gebracht, sodass niemand und zuweilen nicht mal die Beteiligten selbst auf die Idee kämen, man würde gemeinsame Sache machen. Der fundamentale Unterschied zwischen dem Kapitalismus, dem untergegangenen Kapitalismus, ist folgender. Der Kapitalismus ging an sich selbst zugrunde. Er verstarb, weil man seinen wahren Charakter durchschaut hatte. Die Marktwirtschaft unserer Prägung dagegen leidet, weil man ihren wahren Charakter manipuliert hat. Die ökonomische und politische Schadensbilanz liegt vor, die gesellschaftliche steht noch aus. Wie sich das Ganze auf die Köpfe unserer jungen Generation, auf die, die wir eigentlich zur Marktwirtschaft und für die Marktwirtschaft gewinnen wollten, auswirken wird, kann hier nur vermutet werden. Genau weiß keiner zu taxieren, wie weit das Vertrauenskapital in unsere Wohlstandsordnung bereits abgeschmolzen ist. Spürbar ist jedenfalls, dass der Furor gegen die Marktwirtschaft wächst. Wir sollten diesen Zorn verstehen, als das, was er eben auch ist, ein Auftrag zum Aufklären. Ein Auftrag, diese Ereignisse im Innersten unserer Volkswirtschaft transparent zu machen. Die Verantwortlichen von Regierung, Großbanken und Notenbank sind erklärungspflichtig für diese Ereignisse. Wenn das Recht als Immunsystem der Gesellschaft funktioniert, wie Sloterdijk es definiert hat, das Recht als Immunsystem der Gesellschaft, dann muss auch der Rechtsstaat mit all seinen Antikörpern zum Einsatz ausrücken. Bis zum Beweis des Gegenteils sollten wir davon ausgehen, die Keller der Banken sind nach wie vor voller Leichen. Zu viele Fragen sind offen, als dass sie mit schnellen 100-Punkte-Programmen wir zur Tagesordnung übergehen dürfte. Wie konnte es sein, dass der Zinssatz wie der Euribor und der Libor, der für Millionen von Finanzprodukten, auch für die Finanzierung des normalen Hauskredits als Richtgröße gilt, über Jahre manipuliert wurde? Warum haben die Vorgesetzten der Manipulateure nichts gemerkt? Wo war der Staat mit all seinen Überwachungsinstrumenten? Wieso durften normale Händler überhaupt Milliardenrisiken eingehen? Und wenn sie es nicht durften, wie konnten die Sicherheitssysteme so kläglich versagen? Wie gerieten jene derivative Produkte im Umlauf, die durch keinerlei Leistungen, wie wir heute waren, gedeckt waren? Warum muss jeder Autohersteller Garantieansprüche in umfangreichstem Ausmaß übernehmen, derweil die Banken bis heute mit einem Schulterzucken davonkommen? Ich glaube, die wichtigste Aufgabe der kommenden Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, wird die Entflechtung dieser Bastardökonomie, dieses zu engen Zusammenspiels von Regierungen und Banken sein. Das Ganze hat sich als Sackgasse unserer ökonomischen Entwicklung erwiesen. Abhängigkeitsverhältnisse sind entstanden, wo Kontrollfunktionen hätten wahrgenommen werden müssen. Beide, Regierung und Banken, brauchen wir. Beide sollten eine Arbeitsbeziehung unterhalten, aber nicht ineinander verschmelzen. Jetzt, wo es passiert ist, müssen wir sie wieder auseinandertun. Regierung und Banken müssen sich wieder entlieben. Nicht der Staat und die Banken sind von übel, sondern ihre Zusammenarbeit ist von dem bedenklichen Charakter. Beide können, wir haben das erlebt, die Risiken, die sie eingehen, nicht tragen. Das Rad, das da gedreht wurde und weiter gedreht wird, ist zu groß geraten. Die Abgeordneten, ich will das abschließend sagen, glaube ich, auch wenn sie hier sind, haben in den Jahren keine gute Arbeit geleistet, indem sie jedem Begehr der Regierung nach höherer Staatsverschuldung nachgegeben haben. Jeder Anlass. Der real existierende Parlamentarismus zweifelt die Regierung nicht an, sondern erhält ihr, wann immer sie nach Kredit nachfragt, den Steigbügel. Der Souverän ist frei, doch heute nur darin zu entscheiden, ob die Abgeordneten der Regierung den Steigbügel von links oder von rechts halten. Appelle an die Vernunft der Abgeordneten hat es reichlich gegeben. Sie wurden gehört, aber nicht verstanden. Was mich zu der radikalen, aber in der Konsequenz logischen Forderung führt, den Abgeordneten das edelste ihrer Rechte, das Budgetrecht, wieder zu entreißen. Sie haben es durch ihr Tun verwirkt.
Das Budgetrecht war das entscheidende Instrument gegen staatliche Willkür und Maßlosigkeit. Es ist in der amerikanischen Revolution, in Großbritannien schließlich auch bei uns durchgesetzt worden. Es sollte die Kriegslüsternheit und die Prunksucht des Staatswesens bekämpfen. Seit Ottos von Bismarcks Zeiten haben wir das in Deutschland, Artikel 110 Grundgesetz. Die Abgeordneten haben jeden Anlass. Die Ölpreiskrise der 70er Jahre, die deutsche Einheit, vermutete Konjunktureinbrüche genauso wie echte Konjunktureinbrüche, zum Anlass genommen, die Staatsverschuldung in die Höhe zu treiben. Helmut Schmidt ist abgewählt worden für eine Staatsverschuldung, die heute kein Land in Europa zu leisten hat, 30% gemessen am Bruttosozialprodukt. Da begann man über Maßlosigkeit seitens der damaligen Opposition zu sprechen. Das war aber der Auftakt zu etwas sehr viel Größerem, meine Damen und Herren. Allein ungefähr ein Drittel der Staatsschuld ist in der Ära der jetzt amtierenden Kanzlerin entstanden. Die Abgeordneten haben zu alledem nie und an keinem einzigen Tag in ihrer Mehrheit Widerstand geleistet. Sie können sich daher die Empörung über meinen Vorschlag, ihnen das Budgetrecht zu entreißen, sparen. Sie haben es durch ihr Finanzgebaren, so sehe ich die Dinge, in den letzten Jahren selbst zur Disposition gestellt. Der Horizont der Abgeordneten war zu klein, war auf die nächste Legislatur und nicht auf das Wohl des Landes gerichtet. Ich glaube, das darf... Das darf nicht folgenlos bleiben. Das Budgetrecht enthält, wie alle anderen Rechte auch, eine eingebaute Pflicht. Diese Pflicht hätte darin bestanden, der notorischen Verschuldungssucht Einhalt zu gebieten. Stattdessen wurde jedes politische Ereignis zum Anlass genommen, bei den Banken Nachschub zu bestellen. In den Flachbauten der Parteipolitik sind heute nur zwei Sorten von Schuldenmacher zu besichtigen. Die einen tun es lustvoll und aus Prinzip. Die anderen schamvoll und mit schlechtem Gewissen. Den roten Zahlen, meine Damen und Herren, sieht man diese Charakterunterschiede später nicht an. Wir sollten das Volk nicht unterschätzen in Deutschland, weshalb ich an dieser Stelle vorschlage, uns an der Schweiz zu orientieren, nicht die Haushaltspläne durch das Volk aufstellen zu lassen. Das tun, ich saß selber in einem Finanzausschuss einer Kommune in jungen Jahren, das tun die Abgeordneten auch nicht. Das Haushaltsbuch ist das meiste und ungelesenste dicke Buch der Republik. Das tut die Verwaltung. Ich meine, dass der Souverän in Deutschland souverän genug wäre, die Leitlinien für die Verschuldung und für die Investitionen in Bildung und Kinder zu entscheiden, in der Lage wäre. Das deutsche Volk hat in derselben Zeit, in der der Staat 2 Billionen Schulden angehäuft hat, 2 Billionen Sparguthaben angehäuft in derselben Zeit. Ich glaube, wir sollten bei der nächstbesten Gelegenheit, Sie und ich vielleicht, die Bürgersprechstunde unseres Abgeordneten aufrufen und ihn mal in den Arm nehmen und ihn beruhigen. Lieber Volksvertreter, wir erwarten von dir gar keine neuen Haltlosigkeiten. Lass uns doch erst mal deine bisherigen bezahlen. Dann wird er uns verständnislos angucken, nach all den Jahrzehnten, in denen er ja glaubte, uns beglücken zu müssen. Und wenn er dann tief Luft geholt hat, dann können wir ihm davon erzählen, wie wir Bürger mit Geld umgehen, wie wir ihm sich sparen, wie wir Versicherungen für später und für die Kinder abschließen, wie wir das Haus abstottern und nicht mit immer neuen Krediten neu beleihen. Der rollierende Hauskredit ist ein Finanzprodukt, meine Damen und Herren, das nicht durch Zufall Sie nur in den Bankauszügen eines ehemaligen Bundespräsidenten finden, weil das nicht die Art ist, mit rollierenden Krediten unsere Kredite zu bezahlen als Bürger. Wenn der Abgeordnete uns dann keinen Glauben schenkt, würden wir ihm die Zahlen noch mal präsentieren, dass die Staatsverschuldung genau den Ersparnissen in Deutschland entspricht. Die Banken, auch die, müssen nicht nur ihr Auftreten verändern, sondern ihr Leben. Und wenn sie sich nicht ändern, werden sie es womöglich in der jetzigen Form verlieren. Die demokratische Gesellschaft erträgt es nicht, dass in ihrer Mitte internationale Geldnomaden kampieren, die sich und ihr Umfeld als exterritoriale Sonderwirtschaftszone begreifen, eigener Moral, eigenem Lebensspiel, eigenen Bezahlsystem und einer staatlichen Ausfallgarantie, dass es auch beim nächsten Mal wieder anders kommt. Noch fehlt vielen Bankern, die ich kenne, das Verständnis für die historische Situation, in der sie leben. Sie wollen nicht wahrhaben, dass ihr Geschäftsmodell zur Disposition steht. Ihnen geht es ähnlich wie der deutschen Energiewirtschaft, die sich ein Verbot der Kernenergie in ihren wildesten Albträumen nicht hat vorstellen können. Deutschland als rohstoffarmes Land brauche die Atomenergie, sagten und glaubten die Vorstände. Das Restrisiko eines Unfalls
müsse die Gesellschaft zu tragen bereit sein. Eine Lösung für die Endlagerung werde sich finden. Die Vorstände irrten. Und sie irrten womöglich nicht in der Einschätzung der Energiesituation. Sie irrten in der Einschätzung der gesellschaftlichen Situation. Ohne auch nur ein Rechtsgutachten einzuholen, hat die Kanzlerin nach dem Atomunglück in Japan das Geschäftsmodell der Energieversorger beendet. Zum ersten Mal seit Kriegsende wird in Deutschland demontiert. In der Demokratie, und das ist die Lektion, die es zu lernen gilt, bedürfen Geschäftsmodelle nicht nur der Zustimmung des Aufsichtsrates, sondern sie müssen zum Gegenzeichnen der Gesellschaft vorgelegt werden. Die Kanzlerin handelte in diesem Fall als Notar des Volkes. Deutschland braucht eine global aktive Großbank, sagen die Männer von der Deutschen Bank. Die Tatsache, dass sie Recht haben, wird ihnen nicht viel nützen. Schon aus Gründen des Selbsterhalts geht die politische Klasse auf Distanz. Ein Finanzsektor, der seinen Kunden Sicherheit und Teilhabe an den Chancen des weltweiten Kapitalmarkts versprach, hat die selbsterzeugten Erwartungen enttäuscht. Alle, auch heute noch, in den Filialen ausgehängten Plakate: Wir machen den Weg frei, die Bank an ihrer Seite, Leistung durch Leidenschaft, sind ein ironisches Statement zu dem, was wir als Wirklichkeit erlebt haben. Der Weg war nicht frei, die Leistung war eine Fehlleistung, die Bank war überall, aber nicht an ihrer Seite. Die Bank der Zukunft wird also nicht nur anders auftreten, sie wird auch anders denken müssen als die heutigen Institute gleichen Namens. Der öffentliche Auftrag, den die Banken ohne Zweifel bei der Geldversorgung der Volkswirtschaft haben, werden sie wieder erfüllen müssen. Das klingt harmlos, aber das bedeutet eine Abkehr vom heutigen Geschäftsmodell, das darin besteht, die Gewinne für die Bank zu maximieren, derweil die Risiken zu 100% auf Kunden und Staat übergehen. Die Bank der Zukunft wird, wie die Energieversorger, sich ihres öffentlichen Auftrags erinnern müssen oder sie wird daran erinnert. Sie muss den Nachweis ihrer Nützlichkeit neu erbringen. Die Entflechtung zwischen Staat und Regierung muss flankiert werden mit einem Schuldenabbauprogramm, einem Deleveraging, wie die Amerikaner das nennen, und die Banken müssen dabei mithelfen. Sie werden anschließend kleiner sein, dafür stabiler. Es darf keinen einzigen Spieler in unserer Marktwirtschaft geben, der das Etikett systemrelevant trägt und der daraus Sonderrechte ableitet. Systemrelevant ist der Bürger, der Souverän und sonst niemand. Die Feinde des Wohlstands, wir haben es gesehen, besitzen viele Gesichter. An manchen Tagen sehen sie aus wie ein Rudel halbstarker Investmentbanker, dann wieder wie ein Trupp ehrgeiziger Regierungspolitiker, der uns die eigene Zukunft verkaufen will. Und manchmal sehen die Feinde des Wohlstandes eben auch nur aus wie wir selber. Die als krisenhaft empfundenen Umstände haben wir zwar nicht herbeigeführt und nicht gewollt, die Augenblicksgier aber und die Verführbarkeit mittels der kleinen Zusatzdosis Wohlstand beobachten wir womöglich, wenn wir selbstkritisch sind, auch an uns. Wer möchte, kann diese Rede auch als Spiegel gegen sich selbst benutzen. Wir sollten also den bisherigen Wohlstandsbegriff, auch den, der dem, was ich gesagt habe, zugrunde liegt, überdenken. Wohlstand in seiner in Zahlen gegossenen Form ist womöglich mehr als die Bilanz der vielen Additionen: Brot und Kleidung, Haus und Auto, Diamant und Luxusjacht. Vielleicht sind wir doch mehr als eine Gesellschaft des Haben und Habenwollens, in der das Wort genug bis jetzt heimatlos zu sein scheint. Wer den Wohlstandsbegriff derart verkürzt, führt ein Leben jenseits und womöglich sogar unterhalb unserer Fähigkeiten. Wir haben ja in der Europadebatte erlebt, wie sich das Materielle auch gegen das Visionäre erheben kann. Nach der Finanzkrise war es das Primat des Finanziellen, das die Politik hinderte, ihren Kreditgebern, also den Banken, auch nur das Geringste zuzumuten. Also, ich glaube, dass die Vulgärinterpretation von Wohlstand, auch die, die ich diesen Wort zugrunde gelegt habe, einer Überprüfung bedarf. Wenn wir unsere eigene Mündigkeit ernst nehmen, kommen wir nicht umhin festzustellen, nichts geschieht, ohne dass wir es geschehen lassen. Auch der fortgesetzte politische Betrug entlässt uns nicht aus der Verantwortung. Der mündige Bürger muss also all seine Mündigkeit zusammennehmen. Wenn er sich selbst kein Licht anzündet, wird es niemand für ihn tun. Wir werden feststellen, dass wir womöglich, wenn wir weniger haben, trotzdem uns reicher fühlen. Ich glaube, wenn wir mit uns selbst ins Gespräch kommen, dann sollten wir all die Begriffe,
über die ich jetzt gesprochen habe, Wohlstand, Freiheit, Sicherheit, noch einmal in die Hand nehmen. Gerade jetzt, nachdem wir die komplexe Geschehenskette, und ich danke Ihnen für die große Aufmerksamkeit, noch einmal abgeschritten sind, sollten wir die Worte, die sich so wertvoll anfühlen, noch mal anschauen. Alles hat sich entwickelt, alles ist erkämpft, erarbeitet, manches erduldet, erlitten, nichts ist garantiert. Wohlstand, Freiheit, Sicherheit. Der Wohlstand ist so flüchtig wie die Freiheit zerbrechlich. Selbst die Idee, dass Geschichte einen automatisch eingebauten Fortschrittsmechanismus besitze, erwies sich, wir haben das gesehen, als haltlose Schwärmerei. Es geht von hier aus, wo wir heute stehen, in alle Richtungen für Deutschland weiter. Nach unten, nach oben und seltener als man glaubt, verharrt ein Land für längere Zeit auf dem Hochplateau des Gegenwärtigen. Am besten geht es den Menschen also dann, wenn Freiheit, Wohlstand und Sicherheit wie bei einem Puzzle ineinandergreifen. Freiheit in Armut ist so wenig verlockend wie ein Wohlstand, der durch Unfreiheit erkauft wird. Wahrscheinlich müssen Karl Popper und Ludwig Erhard nacheinander gelesen, aber zusammen gedacht werden. Wohlstand, der mehr sein will als die Anbetung von Konsum, kann nur in der offenen Gesellschaft heimisch werden. Und diese wiederum darf bei aller Sehnsucht nach Sicherheit ihre Beziehung zur Freiheit nicht erkalten lassen. Zitat: Wir müssen für die Freiheit planen und nicht für die Sicherheit, sagte Popper und fügte eilig und sofort hinzu, wenn auch vielleicht aus keinem anderen Grund als dem, dass nur die Freiheit die Sicherheit sichern kann. Ich glaube, in diesem Sinne, lassen Sie uns die Freiheit nicht nur bewundern, lassen Sie uns für die Freiheit engagiert kämpfen. Bewunderer alleine reichen nicht aus. Ich bedanke mich.